Hallo und herzlich willkommen zu Wer fängt das Hecht? Hier ist wieder Thomas. Heute versuche ich den zweiten Teil zu drehen von unserer Echolot-Serie. Das heißt, im ersten Teil habe ich mein Echolot vorgestellt. Im zweiten Teil, so ist meine Idee, möchte ich euch gerne das Echolot im Einsatz zeigen. Und im dritten Teil möchte ich mich ein bisschen über Kartenmaterial kümmern, möchte ein bisschen zeigen, wie lege ich eigene Karten an, wie könnt ihr im weiteren Verlauf eigene Karten anlegen und wie könnt ihr vor allen Dingen andere Karten nutzen. Gehört schlichtweg auch zur Planung dazu, also alles vorbereitet, alles schon zur Seite gelegt und erst auf dem Wasser werde ich wissen, was ich wieder alles mal vergessen habe. Vielleicht habe ich diesmal Glück und mein Kopf hat irgendwie alles zusammengehalten. Ich bin echt tierisch aufgeregt, echt spannend, bei so einem kalten Wetter aufs Wasser zu gehen. Schaut euch dieses geniale Gewässer an. Ich bin noch ein bisschen außer Atem von diesen paar Schritten. Thermoklamotten halt an, dementsprechend ein bisschen schwieriger. Millionen von Enten, super krass. Ich muss gar nicht so weit rausfahren. Ich muss gerade mal so 200, 300 Meter rausfahren. Dann bin ich an den tiefen Stellen. Und da komme ich halt nicht hin mit der Route vom Werfen her. Jedenfalls nicht so wie ich werfe. Und hier kommt direkt das Bellyboot jetzt ins Wasser. Ich baue es noch schnell zusammen, dass alle Sachen dran sind, Routen gut verstaut sind. Und dann bin ich spätestens in einer Viertelstunde irgendwo da 10 Meter draußen. Also ich bin noch am Bauen, aber es kommt einfach momentan ganz gut. Ich denke, man kann schon so ein bisschen ahnen. Routenhalterungen sind fest. Hier ist meine Geberstange, die ich natürlich jetzt nach oben gesetzt habe. In dem Moment, wo ich dann eine gewisse Gewässertiefe habe, klappe ich das einfach runter. Man kann auch noch mal sehen, wie ich das bearbeitet habe, damit ich einfach hier auch über einen rechten Winkel hinausgehe, also über diese 90 Grad gehen kann. Das hilft mir dann einfach extrem, die Geberstange gut zu positionieren. Ja? Alles sehr massiv und das hält. Ich kann das ganze Boot eigentlich auch an dieser Geberstange hochheben. So soll das nach meiner Definition aussehen. Mal so ein kurzer Shot. Und jetzt baue ich die anderen Teile dran. So, Vater ist endlich im Wasser und es ist klar, ne? Kaum bin ich im Wasser, kommt hier die dicke Wetterfront. Wisst ihr was? Wer ist das heute? Scheißegal. Echt scheißegal. Ich freue mich. Haben wir ja schon ein bisschen nackig gemacht, weil es echt mit 9 Grad ziemlich warm ist. Ihr seht hier noch jede Menge Treibholz. Da muss ich jetzt erstmal irgendwie drüber mit dem Belly. Und dann schalte ich euch rein und dann erkläre ich euch ein bisschen, was ich heute so vorhab. Was ihr so vom Holz sehen könnt, ist natürlich auch Exit-Funktion für jeden Angler, der versucht aus vom Land aus zu angeln. Ihr seht jetzt hier die Geberstange. Ich hoffe, man kann das sehen auf dem Bild. Die kann ich jetzt runterlassen. Du kriegst jetzt letztendlich wirklich direkt unter das Belly. Jetzt hole ich die Kamera mal. Und hier auf dem Echolot könnt ihr jetzt die eingelegene Karte sehen. Und ich gehe mal ein bisschen näher dran. Und diese blauen Gebiete, die sind eben schon erfasst worden von anderen Nutzern von dem C-Map-System. Also ich hatte euch das ja im Vorfeld schon mal gesagt gehabt. Was ich hier benutze, werde ich alles noch mal genau erklären im Theorieteil. Das heißt also, diese blauen Flächen, die sind eben schon eingelesen worden von anderen Fahrern. Und diese schwarzen Linien, das sind die Linien, die ich gefahren bin. Sprich, ich habe das so eingemessen, so nah eingeschaltet. Das heißt, hier sieht man die Tiefe, die ich hier erreiche, und ich bin noch gar nicht weit rausgefahren, und ihr seht, wie tief das schon inzwischen ist. Und hier auf dieser Karte kann ich eben sehen, wo ich mich befinde mit meinem Belly. Und jetzt fängt es natürlich echt tierisch an zu regnen. Ich habe kein Glück, aber wie gesagt, ich bin noch guter Stimmung. Ich wechsle mal gerade das Ansichtsbild auf zwei Teile und gucke mir das mal so über den Weg an. Jetzt kann ich hier unten sehen, dass da nichts passiert. Hier oben kann ich ein bisschen erkennen, dass da was unterwegs ist. Aber das kann eben auch durchaus hier dieses Holz sein, was unterwegs ist. Ich werde meine Route jetzt gleich mal nehmen und werde einfach mal ein paar Würfe machen und fahre an die Stellen, wo ich mir denke, wo was funktionieren könnte.
Das heißt, ich hole mir die Karte nochmal dazu. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich bin schon mal bei so einem Wetter, so ein richtiges Unwetter gekommen. Und das ist irgendwie nicht cool. Aber ich gebe mal mein Bestes. Schauen wir mal, ein bisschen die Karte ein bisschen einstellen. Wie gesagt, ich mache diesen Theorieteil nochmal im schönen, warmen Zimmerlein. Jetzt mache ich das mal ein bisschen größer. Ihr seht jetzt hier mit diesem Pfeil. Ich mache gleich mal die Linse nochmal sauber. Gib mir eine Sekunde. Das ist echt extrem. Aber ich mache es für euch. Und ich mache es für mich. Und dann mache ich es für uns. So, ich gehe nochmal auf mein kleines Echolot. Also dieser Pfeil, das bin ich. Und ich treibe jetzt so ein bisschen von der Stelle weg, wo ich vorher gewesen bin. Jetzt gehe ich ein bisschen darüber. Hier könnt ihr diesen Untergrund sehen und diese Darstellung von dem Gewässer und auch von der Gewässertiefe. Diesen 41 Meter könnt ihr eben hier sehen. Und da gibt es noch keine Fische, die jetzt hier großartig unterwegs sind. Jetzt fahre ich mal an eine Stelle. Ich gucke mal beim Navi, dass ich euch die zeigen kann. Ich fahre jetzt mal an eine Stelle, die ist ein bisschen tiefer. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen auf die Höhe zu fahren, wo ich an das Gewässer reingegangen bin, dass wenn ich nachher abtreibe oder es ein bisschen stürmischer wird, ich eben da so ein bisschen Gegenbewegung machen kann. Da hinten zieht es ganz schön auf. Okay, das ist nicht so besonders cool. So, jetzt passiert ein bisschen was, deswegen hole ich euch mal direkt dazu. So, ich hoffe, man kann das sehen. Hier auf dem Echolot seht ihr überall Reflexionen. Das kommt von den Luftblasen in den Fischen, sprich also ihre Schwimmblase. Die wird dort abgelichtet und ihr seht jetzt hier, dass hier ein Schwarm vorbeizieht. Das sind Fußangaben, das heißt, das sind 20 Fuß. Ich glaube, ein Fuß hat ungefähr 30 cm. Das heißt, das sind jetzt ungefähr auf 6 Metern, wo jetzt so ein Fischschwarm bei mir vorbeigezogen ist. Normalerweise stehen hier unten tatsächlich dann auch die Räuber, die ich sehe, mit diesen Sicheln. Das heißt, hier sehe ich momentan nichts. Also kann es gut sein, dass das Friedfische sind oder dass die Räuber, die letztendlich auf dieser 3 Meter Höhe ungefähr verfolgen. Kann ich nur rauskriegen, indem ich meine Route auswerfe und mal versuche, an einen der Räuber dran zu kommen. Und das werde ich jetzt auch direkt tun. Jetzt kann man auch sehen, so der Einsatz von meinem Routenhalter. Die Routen sind jetzt meines Erachtens noch zu tief in diesem Routenhalter drin, weil die sind ungefähr einen Zentimeter im Wasser drin. Das heißt, ich muss diesen Routenhalter noch ein bisschen verändern. Ich kann so einen kleinen Zwischensteg damit einbauen. Dann ist das auch sofort erledigt, weil es sind wirklich nur 1 Zentimeter und dann sollte das perfekt sein. Ich könnte den Routenhalter auch ein bisschen kippen. Dann hätte ich da auch schon die richtige Länge, aber dann geht der mir zu steil ins Boot rein und dann kriege ich vielleicht wieder Schwierigkeiten beim Werfen. Aber das lässt sich durchaus korrigieren. Und hinter mir habe ich halt wirklich nur mein Netz. Das heißt, ich habe hier komplette freie Sicht. Und das bloß, weil ich mir so einen Dreier-Routenhalter gebaut habe. Und dann nehme ich mir gleich mal eine Route raus, werfe mal ein bisschen aus und guck mal, was passiert. Ich fahre nochmal an eine vergleichbare Stelle. Mal noch so 2, 3 Würfe. Gerade unter mir ruhiger geworden. Eine super Stelle. Was ihr hier so unten seht, das ist eben ein Fischschwarm. Ich gehe noch mal ganz dicht dran. Oben drüber sind andere Fische und ich vermute, dass dort an diesem Fischschwarm meine kleinen Räuber stehen und dort mit auf Beutezug sind. Das heißt, ich versuche noch mal an diese Stelle zu fahren. Kann man schön sehen. Bis der Köder eben auf Grund ist. Ja, ich treibe auch noch so ein bisschen ab. Jetzt fängt das schon an, so ein bisschen holpriger zu werden. Das reicht mir jetzt. So, zack, kurz klack. Und jetzt müsste der Köder eigentlich auf dem Grund liegen. Jetzt schaue ich mal, ob ich da was auf dem Echolot sehen kann. So, und jetzt nehme ich die Rute in meinem Belly so ein bisschen zwischen die Beine. Könnt das so sehen. Die habe ich da jetzt festgehakt. Ich muss halt immer so ein bisschen aufpassen. Entschuldigung, ist wieder zu wild geworden. Ich muss
schauen, dass ich euch das hinter auch so ordentlich schneiden kann. Ich muss jetzt halt aufpassen, ich habe den Rutenhalter jetzt bewussterweise mal zu Hause gelassen. Ich muss eben aufpassen von den Rudern, dass ich da eben nicht an meine Rute drankomme. Aber so von der Ruderentfernung, seht ihr das, funktioniert das eigentlich ganz gut. Jetzt schaue ich nochmal auf mein Echolot. Und dann kann ich wieder sehen, ich habe so bei 3 Metern ungefähr viel Bewegung. Aber ihr seht hier wieder schön, dass hier wieder Fischschwärme vorbeiziehen. So ungefähr auf 10 Fuß, sprich so ungefähr bei 3 Metern. Und ich werde dann aktiv, wenn ich eben merke, dass hier im unteren Bereich dann solche Sicheln nach oben gehen. Das sind nämlich dann die Räuber, die sich von unten an diese Fischschwärme annähern. Da ich meine Rute jetzt hier sehr gut eingeklemmt habe, also ich sitze wirklich auch in Teilen auf der Rute drauf. Boah, da vorhin ist gerade eben ist extrem was gesprungen. Da ich die jetzt ordentlich eingeklemmt habe, rudere ich jetzt so ein bisschen auf dem Gewässer. Werde die noch mal so ein bisschen anziehen, dass ich ihn vielleicht noch mal ein bisschen vom Boden löse. Und da ich keinen Elektromotor benutze, ist hier durchaus auch Schleppen erlaubt. Und jetzt schleppe ich mal so meinen Köder über den Gewässergrund und schaue einfach mal, was dann passiert. Na, ihr seht schön die Gewitterwolken. Boah. Da hinten zieht es auch ordentlich zu. Also ich versuche wieder auf die Höhe zu kommen. Ah, jetzt gerade bewegt sich was. Ich gehe nochmal drauf. Ihr seht diese Sicheln. Das sind jetzt die Räuber, die sich diesen Fischschwärmen nähern. Und genau solche Positionen, genau solche Situationen möchte ich eben auch gerne bewirken. Uah. So. Ja, Angeln ist nichts für Weicheier. Scheiße. Aber wenn ich mir da hinten diese Gewitterwolken angucke, cool ist es auch nicht, ne? Also so ein kleines bisschen Grundintelligenz sollte man beim Angeln auch haben. Ich ruder mal in sichere Gefilde, falls irgendwas runterkommt, dass ich ganz schnell wieder am Land bin. Das Ding ist halt, dass man so allgemein glaubt, dass man mit dem Bellyboot keine Strecke machen kann. Und das ist natürlich totaler Blödsinn. Du kannst halt durchaus mit dem Bellyboot richtig Strecke machen, wenn es halt solche Ruder hat. Also diese Ruder ermöglichen es eben, schnell vorwärts zu kommen. Ich kenne Kollegen, die sind auf der Nordsee, Ostsee mit einem Bellyboot. Also wirklich auch bei richtigem Seegang. Und ja, also das ist alles durchaus möglich. In mir ist wirklich ein richtiger Seemann verloren gegangen. Scheiße, wenn ihr sehen könntet, naja, ihr könnt es ja ein bisschen sehen, wie dunkel das hier hinten wird. Oh, schade, Mist. Echt schade. Aber das wird hier echt richtig gefährlich. Wenn hier so ein ordentlicher Sturm aufkommt, dann braust der Wind hier wirklich komplett übers Gewässer ungeschützt. Und dann hast du halt mit so einem kleinen Belly und den Rudern ordentlich zu kämpfen. Das will ich halt vermeiden. Also gucke ich, dass ich so ein bisschen in eine Position komme, wo ich so vielleicht 20, 30 Meter draußen bin. Ich denke mal, man sieht das schon im Hintergrund, dass es hier echt wieder richtig zugeht. Ich gucke jetzt noch mal auf dem Echolot, ob ich eine Position finde, wo vielleicht noch ein paar Fische stehen. Und dort würde ich dann verweilen. Die einen gehen ins Fitnessstudio, die anderen haben ein Belly. Im Hintergrund echt die Vögel, so wie bei Alfred Hitchcock. Ganz krass. Dann so diese Wolkenfront und unter mir die Fische. Auch hier nochmal so eine Sichel, die man sehen kann, wo es einen Fisch nach oben zieht. Hier oben schwimmen eben einige Fische. Es ist hier recht eben. Ich bin jetzt auch ziemlich dicht am Rand, wo ich eingestiegen bin. Und hier sieht man wieder auf der rechten Seite, man muss das immer so von rechts nach links lesen. Der geht quasi so schnittmäßig durch das Wasser durch. Von hier kommen die Fische.
und schwimmen dann letztendlich unter mir durch oder eben an mir vorbei. Und da hinten, gehe ich auch mal hin, da hinten sieht man jetzt großes Containerschiff. Und da kommt jetzt so ein riesiges Schiff aus diesem Altamrhein raus. Das ist nicht vorstellbar. Das ist total schmal. Und ich habe hier im Sommer keine 3 Meter gehabt. Und da fährt jetzt so ein gigantisches Schiff plötzlich raus. Das ist abartig, wenn man in so einem kleinen Belly ist. Also ich, mein Belly, mein Echolot, die Krähen und so ein riesiges Schiff. Das ist schon beeindruckend. Und ihr seht hier die schön diese Fischlinie. Da bewegt sich der Fisch. Und hier kommen eben die neuen Fischschwärme. Vom Echolot selbst her habe ich das jetzt tatsächlich auch auf ein großes Bild für euch eingestellt, damit ihr das auch genau sehen könnt. Auf 20 Fuß bewegt sich momentan der Fisch. So, ich weiß jetzt nicht, wie lange das noch hell ist. Deswegen moderiere ich schon ab. Heute mit dem Bellyboot unterwegs, kürzer als ich dachte. Viel, viel kürzer als gewollt. Ich habe euch so ein bisschen was zum Bellyboot nochmal mitgeben können, so hoffe ich doch wenigstens. Das Echolot habe ich euch ein bisschen im Einsatz gezeigt. Guckt euch vielleicht auch noch die Verlinkung an von dem Video, wo ich beschreibe, wie dieses Bellyboot aufgebaut ist. Das heißt, wie ich die Ripports quasi befestigt habe, also die Befestigungsmöglichkeiten, wie ich das Echolot befestigt habe, auch gerade was den Rutenhalter betrifft. Hier nochmal kurzer Schwenk, zack, Rutenhalter, damit ihr das auch nochmal seht. Das ist richtig durcheinanderbild diesmal. Ich werde jetzt wieder an meine Anfangsstelle zurückfahren. Wird jetzt auch ziemlich schnell dunkel und im Dunkeln zu manövrieren ist nicht so mein Ding. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bleibt am Gewässer, bewegt euch, kauft euch ein Bellyboot, rudert durch die Welt und vielleicht kriegen wir ja Deutschland wirklich Bellyboot-tauglich gemacht. Die Franzosen haben uns da einiges voraus, aber irgendeiner macht den Anfang, den machen wir. Passt auf euch auf, Thomas und die Krähen im Hintergrund. Macht's gut, ciao. So, ich habe noch ein bisschen Batterie drauf, deswegen zeige ich euch noch eine Sache. Guck mal hier, da ist so scheinbar ein Fischschwarm. Gerade wenn ihr Anfänger seid mit den Echoloten, seht ihr, der bewegt sich quasi auf so einer kleinen Linie, so direkt über der Wasseroberfläche, gerade mal so 10 Fuß. Und jetzt werdet ihr plötzlich sehen, dass diese Linie nach oben hüpft. Seht ihr das? So von rechts liest man das ja immer. Guck mal, also ein Hüpfer. Jetzt Achtung nochmal. Zweiter Hüpfer. So, woher weiß ich das? Naja, ich habe meine Route. Die ist jetzt exakt über dem Gewässergrund, nämlich genau mit diesen 10 Fuß. Sprich, diese Bewegung, ich gehe nochmal zurück aufs Echolot. Diese Bewegung auf dem Echolot ist mein Köder. Das heißt, dieses Echolot ist so genau. Das ist jetzt mein 15er Blei, was ich dran habe und den kleinen Köder, den ich dran habe, hier so wahrnimmt und für das Echolot ist das an dieser Stelle schlichtweg ein Fisch. Normal, kurzer Hüpfer, ich ziehe einfach diese Rutenspitze an, dass ihr das einfach seht. Ich gehe nochmal hin, also ich ziehe meine Rute nach oben, gehe nochmal zurück aufs Echolot und dann könnt ihr sehen, dann kommt auch dieser Sprung. Also das bin ich und alles, was oben drüber ist, sind dann eben die Fische, die sich halt totlachen, warum da unten eigentlich so ein Wurm einfach hin und her. Wollte ich euch kurz noch mitgeben, dieses zum Thema Echolot und übers Lesen. Passt auf euch auf. Und Petri, der dreht jetzt der Kahn. Das ist ein echter Kahn. Guckt euch das an. Wie crazy ist das? Der dreht hier auf dem Altamrhein. Das ist absoluter Wahnsinn. So. Blick wieder zu meinen geliebten Wolken. Schatz, ich komme ein. Das wird jetzt hier sehr, sehr duster. Also, macht's gut. Tschüss. Ach ja. Schaut euch den dritten Teil auch noch an. Da erkläre ich euch die Karte und ich werde wahrscheinlich auch so ein
3.5 machen, also zwischen diesem Teil und dem dritten Teil und dem nächsten Teil, wo ich euch das noch ein bisschen in der Theorie zeige. Aber wie gesagt, das alles im schönen, warmen Wohnzimmer und nicht hier vom Wasser her. Das ist mir viel zu kalt und zu duster. Macht's gut. Ciao, ciao.